Kubikmeter. Eine Lektion in Grundschulmathematik für die deutsche Bildung und ihre Journalisten. Es ist wirklich erstaunlich, wie unser Bildungssystem die grundlegenden Konzepte der Mathematik derart verfälschen kann, dass selbst große Nachrichtenplattformen damit zu kämpfen haben. Jüngst hat eine dieser wunderbaren Plattformen den Unterschied zwischen einem Quadratmeter und einem Kubikmeter derart gründlich missverstanden, dass sie einen Quadratmeter als Länge, Breite und Höhe beschrieb und somit einen Kubikmeter erklärte. Ein Fehler, der deutlich auf die Schwächen unseres Bildungssystems hinweist und die dringende Notwendigkeit aufzeigt, diese Defizite zu beheben. Liebe Leser, für diejenigen, die entweder das deutsche Bildungssystem durchlaufen haben oder vielleicht den Grünen und Linken nahestehende Wähler sind und sich ebenfalls über diese fundamentalen mathematischen Konzepte im Unklaren befinden, hier eine kurze Auffrischung. Ein Quadratmeter ist eine Maßeinheit für Fläche. Es beschreibt die Fläche eines Quadrats mit einer Seitenlänge von einem Meter. Die Berechnung ist denkbar einfach. Länge mal Breite. Also ein Meter in der Breite mit einem Meter in der Länge mal nehmen. Ein Kubikmeter hingegen ist eine Maßeinheit für Volumen. Es beschreibt das Volumen eines Würfels mit einer Kantenlänge von einem Meter. Hier kommt eine dritte Dimension ins Spiel, die Höhe. Die Berechnung ist ebenfalls einfach. Länge mal Breite mal Höhe. Also ein Meter in der Breite mit einem Meter in der Länge mal nehmen. Man kann natürlich auch ein Quadratmeter mit einem Meter in der Höhe multiplizieren. Nur, das ist eine Information mehr, sodass bei gewissen Menschen eine intellektuelle Überforderung entstehen kann. Nun, warum ist das so schwer zu verstehen? Man könnte argumentieren, dass es sich um einen einfachen Fehler handelt, der jedem mal passieren kann. Aber wenn eine Nachrichtenplattform, die für die Verbreitung von Informationen und Bildung verantwortlich ist, solche Fehler macht, muss man sich ernsthafte Gedanken über die Qualität der Bildung machen, die in unseren Schulen vermittelt wird. Vielleicht sollten wir in Betracht ziehen, dass das Verständnis solcher grundlegenden Konzepte nicht nur für Mathematiker wichtig ist, sondern auch für Journalisten und die breite Öffentlichkeit. Wenn selbst die einfachsten Maßeinheiten durcheinandergebracht werden, wie können wir dann erwarten, dass komplexere Informationen korrekt und präzise vermittelt werden? Wir leben in einer Zeit, in der der Zugang zu Informationen einfacher denn je ist. Trotzdem scheint das grundlegende Verständnis für grundlegende mathematische Konzepte in erschreckendem Maße zu fehlen. Es ist höchste Zeit, dass unser Bildungssystem gestärkt wird, um sicherzustellen, dass solche peinlichen Fehler nicht mehr vorkommen. Abschließend bleibt zu sagen, ein Quadratmeter ist eine Fläche und ein Kubikmeter ist ein Volumen. Lassen Sie uns alle dafür sorgen, dass diese grundlegenden mathematischen Fakten nicht länger ein Rätsel bleiben. Weder für unsere Schüler noch für unsere Journalisten. Bleiben Sie informiert, bleiben Sie gebildet. Denn Wissen ist Macht und manchmal auch eine Frage des Überlebens der intellektuellen Integrität.